Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum neuen Wochenorakel. Ja, wir schauen uns an, was die Woche für uns parat hält. Ich habe euch hier heute ganz, ganz neue Karten von einer super tollen Kollegin, nämlich von Angelina Schulze, habe ich euch rausgelegt. Ich habe sie endlich erhalten. Ihr werdet dann, wenn ich die Karten umdrehe, sehen, wie schön das Design ist von diesen Karten. Also hammer, hammermäßig. Sie hat ja sowieso ganz, ganz toll gezeichnete Karten. Die übertreffen wirklich alles. Ja, seid gespannt. Schaut euch die Karten dann gerne an. Da schaue ich eben mit den Lenormand-Karten so die allgemeinen Tendenzen an, ja, was hier so wichtig sein könnte diese Woche. Dann habe ich euch hier jeweils eine Karte aus meinem Kartendeck, die Liebe, das offene Buch, rausgelegt, was noch in der Liebe an Botschaft für uns parat, oder was die Liebe für uns parat halten könnte diese Woche. Und eine Botschaft hier unterhalb aus dem Kartendeck spirituelles Geldbewusstsein. Da habe ich euch in der Infobox verlinkt, wo ihr ja diese Karten bekommt. Ich habe euch auch verlinkt, wo ihr diese Kristalle bekommt. Die gibt es ja in klein und die gibt es in groß. Diese Kristalle sind von Daniel Kreibich. Da habe ich diese wunderbaren Kristalle her, in klein und in groß. Und ich habe mich ja für den Newsletter von Daniel angemeldet und habe eben heute die Information bekommen, dass die großen Kristalle, ja, die sind auch ziemlich schwer, dass die jetzt statt 99 Euro, was so ein Kristall kostet, der große wirklich um 50 Euro gibt. Also ich würde an eurer Stelle, wenn euch diese Kristalle immer schon interessiert haben, würde ich euch wirklich diese Kristalle ans Herz legen, um 50 Euro statt um 100 Euro. Da hat man wirklich sehr, sehr viel gespart. Von Daniel, wie gesagt, habe ich dieses wunderbare Energiesystem mit diesen Kristallen. Da arbeite ich auch immer ja für meine Klienten, also nicht für eine dritte Person, sondern für dich als Kundin. Zum Beispiel, wenn du Blockaden hast, wenn du ja Schwierigkeiten hast, aber eben für eine dritte Person mache ich das nicht, weil ich persönlich das nicht stimmig finde, so etwas für eine Person zu machen, die davon nichts weiß. Und da hat Daniel eben ein super tolles Energiesystem mit eben diesen Kristallen. Es gibt auch den roten in klein. Dann gibt es noch den klaren Kristall für die Spiritualität und eben groß und klein. Und die großen gibt es eben jetzt in Aktion. Ich habe euch alles in der Infobox verlinkt. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, dich für einen dieser Kristalle zu entscheiden. Wenn du Zeit brauchst, einfach das Video anhalten. Ich beginne jetzt mit dem blauen Kristall. Übrigens könnt ihr bei Daniel auch ja das ganze Energiesystem, die Energien der neuen Zeit kaufen. Also ich habe sehr, sehr viele Erfolge auch mit diesem Energiesystem verbuchen können für ja Klienten, die einfach an gewissen Situationen oder vor gewissen Situationen im Leben stehen, wo sie kraftlos sind, wo die Energie oft fehlt. Und da denke ich, ist dies so ein System wirklich sehr, sehr gut, um einfach auch ja Kraft zu tanken für sich und seinen eigenen Weg und eben nicht für eine dritte Person oder eine dritte Person in die Gänge bringen wollen. Ich denke, jeder sollte auf sich schauen und auf seinen Weg, und da biete ich das eben sehr, sehr gerne an. Kannst du natürlich auch für dich buchen. Mache ich eh schon seit einem Jahr, habe aber diesbezüglich noch sehr wenig darüber erzählt. Aber jetzt, weil immer mehr Menschen mich auch fragen, deswegen, ja, ich biete sowas an, aber nein, nicht für dritte Personen. Also für dich als Kundin sehr, sehr gerne, aber nicht für dein Kind, für deinen Partner, für deinen Wunschpartner. Ja, es sei denn, dein Partner zum Beispiel beauftragt mich, weil er dieses Problem selber erkennt, ja, aber nicht für jemanden, weil du vielleicht glaubst, derjenige hat ein Problem und das muss jetzt behandelt werden, energetisch, und es ist vielleicht auch nicht so, ja, also davon distanziere ich mich. Du kannst das gerne für dich buchen, wenn du auf deinem Weg weiterkommen möchtest oder wenn du das Gefühl hast, Hilfe zu brauchen, kannst du mich gerne kontaktieren. Und ja, ich starte gleich los. Jetzt höre ich gerade so ein komisches Geräusch. Naja, was auch immer das jetzt sein mag. Ja, ich starte los.
mit dieser Seite und schaue mir jetzt mal die wunderbaren Lenormand-Karten an. Ihr werdet begeistert sein, wenn ihr sie anseht. Wir haben hier die Hand. Das ist eine Zusatzkarte aus diesem Lenormand-Kartendeck. Also hier gibt es 40, wenn es mich nicht ganz täuscht. Und die Hand ist, ja, dass man jemandem die Hand reicht. Egal ob jetzt beruflich oder privat, man geht aufeinander zu. Man sieht ja, wie sich die beiden die Hand reichen. Entweder wird dir jemand wieder die Hand reichen oder du reichst jemanden die Hand. Wer auch immer das jetzt sein mag, Freund, Kollegin, Schwester, Mutter, egal. Ja? Schauen wir uns die weiteren Karten einmal an, decken wir sie einfach auf. Oh, dann haben wir den Park. Wunderschön. Also ich habe viele Karten, ja, sehr, sehr viele, aber die finde ich einfach hammermäßig, auch das Design, wunderbar. Und der Park steht ja für Öffentlichkeit, für Treffen auch, ja. Mit der Karte der Hand kann man schon sagen, okay, man reicht denjenigen die Hand und man gibt sich auch wieder versöhnlich, man möchte sich auch treffen, man öffnet sich auch wieder dafür, jemanden die Hand zu reichen. Und dann haben wir noch die Karte die Schlange. Die Schlange kann jetzt für eine weibliche Person stehen, aber da wir ja eine allgemeine Legung haben, kann das natürlich auch ein Mann sein. Ja, da geht es einfach darum, dass entweder du einer Person die Hand reichst, indem du Treffen vorschlägst, oder eine andere Person kommt diese Woche auf dich zu und schlägt dir Treffen vor und reicht dir die Hand. Es kann aber auch sein, dass es diese Woche noch nicht der Fall sein wird, sondern dass du einfach die Botschaft bekommen sollst, weil ja auch die Schlange Umwege bedeutet, dass in einer Situation, dass entweder du oder dein Gegenüber die Hand gereicht wird, aber das kommt nur über Umwege. Also diese Treffen, das wieder aufeinander zugehen, sei es jetzt beruflich oder privat, kommt ja, aber es kann durchaus sein, dass es noch sehr schwierig, sehr kompliziert wird und dass es einfach über Umwege passiert, dass man hier Umwege in Kauf nehmen soll. Also da überleg einfach, ob das jetzt beruflich oder privat auf dich zutreffen könnte. Klar ist aber, man wird sich wieder öffnen, Treffen stehen an, man reicht sich die Hand, entweder kommt das über Umwege oder das Ganze zeigt sich noch als sehr schwierig. Aber trotzdem wird das kommen, denn ich sage immer auch in meinen privaten Legungen dazu, auch über Umwege kommt man ans Ziel. Und Umwege sind halt hin und wieder mal im Leben da. Ja, es kann nicht immer nur einen geraden Weg gehen, auch wenn das sehr, sehr schön wäre. Aber Umwege sollten hier in dieser Situation in Kauf genommen werden. Positiv finde ich allerdings, dass eben, wie soll ich sagen, der Wille da ist, dass man sich die Hand reicht. Das ist ja eigentlich schon mal sehr, sehr gut. Schauen wir uns die Liebesbotschaft für diese Woche an. Du siehst vieles nicht oder du möchtest vieles nicht sehen. Da diese Karte möchte ich dir einfach sagen, ja, dass du ein bisschen die Augen verschließt. Es kann aber auch sein, dass vielleicht dein Gegenüber hier in der Liebe noch die Augen verschließt, weil man gewisse Dinge noch nicht sehen möchte. Vielleicht hier, dass man sich wieder die Hand reicht, dass man hier noch ein bisschen stur ist und sagt, nee, ich melde mich jetzt nicht, zum Beispiel. Ja, aber hier geht es darum, dass entweder du oder dein Gegenüber vieles nicht sieht oder auch vieles noch nicht sehen möchte. Vielleicht mögliche Probleme. Ja, denn warum möchte man sich die Hand reichen? Da muss es ja eine Streitsituation, Komplikationen gegeben haben. Und dass man einfach hier noch die Augen verschließt davor. Deswegen wundert es mich nicht, dass hier die Komplikationen liegen. Also entweder du oder dein Gegenüber wird hier noch die Augen verschließen. Das wird noch sehr kompliziert werden, diese Versöhnung unter Anführungszeichen. Aber es kommt, man sieht ja hier, man wird sich die Hand reichen, es kommt über Umwege und auch wenn man jetzt noch die Augen davor verschließt, kommt es trotzdem. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt bis in alle Ewigkeit blind durchs Leben läuft. Ja, das ist die momentane oder die Wochenenergie, die Wochenbotschaft für die Liebe. Schauen wir uns jetzt dann noch die Finanzen an, eine Finanzbotschaft. Ich bin ein Magnet für Geld. Viele glauben ja, dass Geld schlecht ist.
Geld ist alles andere als gut, aber ich denke, wir brauchen das Geld. Ja, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Jetzt wird's kalt, wir brauchen die Heizung, das muss alles bezahlt werden. Dafür brauchen wir das Geld. Und wenn du diese Woche diesen Satz, ich bin ein Magnet für Geld, mitnimmst, wird auch der Geldfluss kommen. Wenn du immer wieder sagst, ach, ich habe kein Geld verdient oder ja, immer habe ich Probleme mit Geld, ja, dann ist natürlich klar, dass das dann auch kommen wird, denn du sendest das ja aus. Und wenn du in diese Woche den Satz verinnerlichst, du bist Magnet für Geld, dir steht es zu, für deine Leistung Geld zu bekommen, es steht dir zu, dir auch mal etwas zu leisten, dann wird das auch in dein Leben kommen. Und nicht das negative Denken über Geld. Ich weiß nicht, warum man das denkt, aber Geld macht zwar nicht glücklich, ja, aber es erleichtert das Leben. Und wir brauchen das Geld. Geld ist unser Tauschmittel. Wir bekommen gar nichts mehr ohne Geld. Ja, es ist schade, wenn wir ein Tauschgeschäft anders machen könnten wie früher. Ich gebe dir 10 Eier, du gibst mir dafür ein Laib Brot. Ja, wäre schön, aber das ist in der heutigen Zeit nicht mehr realistisch. Und da brauchen wir einfach das Geld. Und ja, wenn du dich so siehst, dass du Geld haben darfst, dass das nichts Schlechtes ist, wenn auch du dir mal was gönnst, wird es dir für dich viel, viel leichter werden. Ja, dass du eben hier, auch wenn vielleicht Geldschwierigkeiten da sind, dass du sagst, okay, die sind da, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Ja, bleibt uns ja eigentlich eh nichts anderes übrig. Und natürlich, dass du auch Geld, also wenn du Schwierigkeiten hast, Geld zu empfangen. Also ich habe das auch lange gehabt, dass ich lange überlegt habe, überhaupt für das, was ich anbiete, Geld nehmen. Ich habe lang mit mir herumgehadert, ja. Weil man eben oft sagt, hier dafür Geld nehmen ist schlecht. Aber ich denke das nicht. Das ist einfach, ja, meine Zeit, mein Strom, mein Internet, das muss ja auch irgendwie hochgeladen werden und ich muss ja das Internet genauso bezahlen. Ja, also ist natürlich klar, dass ich dafür auch Geld nehme. Also wenn du vielleicht auch so jemand bist, der sich sehr schwer tut, auch Geld anzunehmen, möchte dir diese Karte sagen, du kannst das sehr wohl. Ja, das soll auch so sein. Und ja, das ist eben hier so deine Botschaft für dich diese Woche. Also ja, vielleicht kannst du mit dieser Botschaft sehr, sehr viel anfangen. Vielleicht wird sich hier auch einiges für dich ereignen. Schauen wir uns jetzt den grünen Kristall an, alles, was sich hier beim grünen Kristall verbirgt sozusagen. Die Lenormand-Karten. Da haben wir den Hund. Der Hund steht für Freundschaft, der Hund steht für Treue, der Hund steht auch für Regelmäßiges. Schauen wir mal, auf, wie das jetzt eben zu deuten ist mit den anderen zwei Karten. Dann haben wir das Kleeblatt, so das kleine Glück. Das Kleeblatt steht aber auch für Unverbindlichkeiten. Und dann haben wir noch den Fuchs. Und der Fuchs ist hier quasi so am Rausschauen. Der schaut hier quasi so, der Kopf ist in dieser Richtung. Es gibt dann auch in diesem Kartendeck einen Fuchs, der in die andere, der den Kopf auf der anderen Seite hat. Je nachdem, also ich finde es so, wenn er nach links geht, besser. Also so die Falschheit, kann man sagen, ist hier am Rausgehen. Diese Unverbindlichkeiten sind am Rausgehen. Ich würde jetzt sagen, entweder mit dem Partner, mit dem Wunschpartner, wo es vielleicht immer wieder so Unverbindlichkeiten gegeben hat, dass das am Rausgehen ist. Es kann aber auch sein, dass das hier Freunde betrifft, die vielleicht immer wieder sehr unverbindlich waren, dass du dich gerne treffen wolltest mit Freunden und immer wieder, ja, es passt halt nicht und es ist halt alles sehr, sehr schwierig mit den Freunden, sehr unverbindlich, dass das eben hier jetzt am Rausgehen ist. Ja, denn der Fuchs sieht ja raus, der geht ja in diese Richtung, er geht quasi raus aus diesem Kartenblatt mit diesen drei Karten. Er schaut ja nicht rein. Wenn das so liegen würde, würde ich sagen, okay, da geht Treue auch, hat man von Treue nicht sehr viel am Hut oder ja, das ist eben sehr, sehr falsch mit Freunden. Aber das, was hier entweder jetzt mit Partner, Wunschpartner, vielleicht mit der regelmäßigen Arbeit, dass da irgendwas nicht mehr so läuft, obwohl der Anker ist ja nicht gefallen. Also würde ich jetzt eher schon den Privatbereich hier deuten, entweder mit Freunden oder eben mit Treue zum Partner, zum Wunschpartner, dass das eben immer so Larifari war. Immer wieder das kleine Glück, die Unverbindlichkeiten, die können diese Woche eben rausgehen.
Wie gesagt, entweder mit Freunden oder doch eher so partnerschaftlicher Bereich. Ich würde jetzt nicht Beruf oder Finanzen sehen, denn für die Finanzen fehlen mir die Fische, für Beruf die Arbeit. Also würde ich hier schon den Privatbereich sehen. Gut ist, der Fuchs geht raus aus dem Kartenblatt und das ist eigentlich immer gut, dass hier das, was falsch war, in der Vergangenheit schon am Rausgehen ist. Schauen wir uns deine Liebesbotschaft an. Es wird ein Spiel gespielt, mit Ernsthaftigkeit sollte nicht gerechnet werden. Und das kann jetzt natürlich der Fall sein, wenn hier diese drei Karten jetzt nicht auf dich zutreffen. Es kann ja sein, dass hier gar nichts auf dich zutrifft, dass hier nur Teile auf dich zutreffen. Wenn man aber jetzt diese drei Karten miteinander kombiniert, heißt das, dass eben das, was falsch war, denn wir haben ja hier, es wird ein Spiel gespielt. Das ist ja nicht richtig, wenn man in der Liebe Spiele spielt, ja? Das ist ja falsch, aber der Fuchs geht raus. Also hört auch das auf, wenn du das Gefühl hast, jemand spielt ein Spiel mit dir, dann ist das eben am Rausgehen. Es ist aber wirklich durchaus auch möglich, dass du hier mit diesen Karten, dass das eben hier diese drei Karten nicht auf dich zutreffen, sondern dass du vielleicht tatsächlich die Botschaft bekommen sollst, dass jemand mit dir ein Spiel spielt. Mit Ernsthaftigkeit sollte nicht gerechnet werden. Das ist natürlich möglich. Ja, wenn dein Wunschpartner dir immer wieder sagt, er hat kein Interesse oder er möchte nur Freundschaft plus, dann ist das ja ein Spiel. Dann kann es durchaus sein, dass das eben wieder diese Woche Thema wird. Oder dass eben das am Rausgehen ist. Da schau einfach so gegen Ende der Woche, also so nächste Woche, Montag, Dienstag, ja, was denn jetzt tatsächlich war, ob wirklich ein Spiel gespielt wird oder ob das am Rausgehen ist, dass wieder mehr Ernsthaftigkeit reinkommt. Schauen wir uns noch die Finanzbotschaft an. Ich weiß, dass ich die Realität erschaffen kann, die ich möchte. Da kann man jetzt sagen, auch die private Realität. Ja, wenn du mit dir ein Spiel spielen lässt, dann ist es natürlich klar, dann wirst du das auch so bekommen, denn du machst das ja mit. Aber wenn du jetzt, gehen wir jetzt von dem Privaten aus, das so nicht mehr möchtest, dann kannst du deine Realität schaffen, so wie du sie möchtest, denn du hast die Kraft dazu. Es fehlt nur immer oft am Mut. Aber man stellt sich oft oder macht sich selber oft klein, wenn man sagt, ich werde das nie schaffen, hier Grenzen zu setzen. Wenn man jetzt auf das Private deutet. Wenn man das jetzt auf das Finanzielle deutet, ebenfalls, ja. Du hast die Kraft, das, was du dir vorstellst für deine Realität, beruflich, finanziell, dass du das schaffen kannst. Du weißt das. Aber oft traust du es dir nicht zu. Oder der Mensch generell traut sich gewisse Dinge nicht zu. Aber die Kraft steckt in dir. Und die sollte einfach auch ausgegraben werden. Denn man kann ja eigentlich nichts verlieren. Man gewinnt Erfahrung. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber verlieren im Endeffekt kann man nichts. Man wird nur reich an Erfahrung. Und das denke ich, sollten wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben. Ich bin ja auch so jemand, der oft Selbstzweifel hat, aber die brauchen wir nicht. Jeder von uns hat die Stärke. Jeder. Und es liegt nur an dir, ob du jetzt diese Stärke rauslässt oder ob du dich einschüchtern lässt von der Umgebung, von wem auch immer. Und das, denke ich, ja, ist für uns heutzutage sehr, sehr schwierig, hier wirklich mal, ja, unsere eigene, dass wir uns eigentlich bewusst werden um unsere Stärke. Dass wir uns bewusst werden, was wir eigentlich schaffen können, wenn wir nur wollen oder wenn wir hart genug daran bleiben, an dem, was wir uns vornehmen und uns nicht von den kleinsten Schwierigkeiten schon entmutigen lassen. Ja, also ja, das ist einfach mal so noch eine Botschaft, die ich auch so jetzt gerade reinbekomme, von wem auch immer. Danke für die Worte, die quasi ich hier jetzt so finden durfte, damit ihr das auch gut verstehen konntet. Vielleicht könnt ihr mit dieser Botschaft, wenn ihr euch für diesen Kristall entschieden habt, sehr, sehr viel anfangen. Ja, und vielleicht wird das eben vielleicht auch nicht zutreffen, sondern dass du einfach, ja, für dich mitnehmen kannst, so wie ich gewisse Dinge sehe. Ja, dass du daraus deine Schlüsse ziehst. Schauen wir uns jetzt die Botschaften beim gelben Kristall an. Hier haben wir das Kreuz. Das Kreuz steht immer für Belastungen. Das Kreuz steht aber auch für Schicksal, für Karma, für etwas, das schicksalhaft geschehen muss.
Dann haben wir den Mond für die Gefühle. Okay, es geht also hier um ja, karmische Angelegenheiten im Bereich der Emotionen, der Gefühle. Und dann haben wir noch den Berg für die Blockaden. Okay, sieht also so aus, dass entweder du oder eine dir wichtige Person Schwierigkeiten hat, Gefühle zu zeigen. Da blockiert man, das empfindet man als schwierig, denn das Kreuz steht auch immer dafür, man hat so ein Kreuz zu tragen, nämlich, dass man, was die Gefühlsebene betrifft, sehr, sehr stark blockiert ist. Entweder wirst du hier nochmal eine Lernaufgabe bekommen, dir deine emotionalen Blockaden anzusehen oder dein Gegenüber. Auf wem auch immer das dann zutreffen mag. Hier geht es einfach darum, dass man hier auf der emotionalen Ebene sehr, sehr stark blockiert ist, aber dass man vom Schicksal her immer wieder auch mit diesen Blockaden konfrontiert wird. Entweder du oder dein Gegenüber oder vielleicht auch ihr alle beide. Ja, dass jeder hier sozusagen emotional noch sein Päckchen zu tragen hat. Dann haben wir die Liebesbotschaft. Ihr beide seid euch treu. Na toll, das ist ja schön. Also wenn du einen Partner oder Wunschpartner hast, ihr beide seid euch treu. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Würde auch hier sehr gut zum karmischen Kreuz stehen, weil das Karma ja immer dafür auch steht, dass man sich schon ein Stück weit oder dieser Situation treu ist, weil man eben miteinander noch ein Karma hat. Also wenn du dich zum Beispiel gefragt hast, ob dir dein Partner treu ist, ja, ist er auf jeden Fall. Und wenn du einen Wunschpartner hast, heißt das einfach, ja, auch wenn ihr nicht zusammen seid, man bleibt sich und der Situation oder dem anderen hier treu. Ja, man kann hier sowieso nicht raus. Und wo das Schicksalskreuz ist, ist immer was, okay, das muss man sich ansehen, ob man jetzt möchte oder nicht. Schauen wir uns jetzt die Botschaft für die Finanzen, für Arbeit auch an. Ich kann jetzt die Realität erschaffen, die ich möchte. Und hier haben wir, das hört sich ja fast gleich an, hier haben wir, ich weiß, dass ich die Realität erschaffen kann, die ich möchte. Also du weißt es hier. Und hier, ich kann jetzt die Realität erschaffen, die ich möchte. Also du kannst es. Wenn man jetzt diese Karten miteinander kombiniert, sollst du die Botschaft bekommen, du kannst das an deinen Blockaden arbeiten, wenn bei dir noch Blockaden da sind. Ansonsten kann man jetzt das auch finanziell, beruflich deuten, dass du weißt, dass du es kannst, die Realität erschaffen. Hier haben wir, du weißt es und hier, du kannst es. Also ich weiß jetzt nicht, wo hier der wahnsinnig große Unterschied ist, aber es geht einfach darum, dass du die Realität erschaffen kannst, die du möchtest. Auch wenn du es vielleicht nicht glaubst oder auch wenn du das Gefühl hast, dafür schwach zu sein. Ich denke nicht, ja. Ich denke, jeder hat seine Stärken. Und die sollte man gewinnbringend einsetzen. Jetzt nicht, was jetzt das Geld unbedingt betrifft, ja. Sondern, dass man einfach seine Kraft, seinen Mut, seine Stärke einsetzt und dass man zumindest es auch mal bewusst, dass einem auch bewusst wird, dass man diese Stärke in sich hat und nicht von vornherein sagen, ach, ich werde das sowieso nicht schaffen. Ja, dann ist klar, dann wirst du es auch nicht schaffen. Aber für dich die Botschaft, vielleicht nimmst du sie mit, diesen Satz oder vielleicht schreibst du ihn dir auf. Ich kann jetzt oder jetzt, ja, jetzt die Realität erschaffen, die ich möchte. Dass du dir einfach diesen Text aufschreibst und wenn du mal an dir zweifelst, sei es jetzt beruflich oder privat, dass du dir diese Woche diesen Spruch vielleicht morgens vor dem Aufstehen sagst und mit in den Tag nimmst und schau einfach, wie dann der Tag wird, ob der jetzt dann positiv ist oder negativ. Ich bin zu 99% sicher, der Tag wird dann positiv. Ja, also vielleicht nimmst du diesen Satz mit in die nächsten Tage, wäre natürlich toll und schau einfach, was sich ergibt, wenn du diese Einstellung hast. Ein Versuch ist es wert, ja, und nächste Woche gibt es ja dann eine neue Affirmation. Mal schauen, was da dann für dich
bereithält, die Botschaft. Ja, also das ist ja immer auch sehr, sehr interessant, solche Affirmationen. Man sieht ja dann, wie es einem geht. Man hat ja dadurch dann eine Erfahrung und mit jeder Erfahrung wird man sozusagen reicher. Das ist eben auch so meine Meinung und ja, vielleicht hilft dir das auch ein bisschen und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, eine erfolgreiche Woche, eine positive Woche und ja, alles, alles Gute. Tschüss.